Ich habe niemanden gehört, der das Sprachrohr verwendet hat. Was denn? Nein, haben sie nicht. Weil sie es nicht hören sollten. Ähnen Sie hier nicht so rum. Denken Sie zurück, Inspektor. Als wir das erste Mal in den Maschinenraum kamen, hielt Captain Stowell einen langen und detaillierten Vortrag über den Motor des Schiffs, nicht wahr? Wenn die Statue innen hohl wäre, würde sie trotzdem 4 Tonnen wiegen, weil die werden ja nicht weniger werden dadurch. Ja. Ja, er war sehr leidenschaftlich, was die neuesten Technologien des Schiffes angeht. Er war generell sehr leidenschaftlich. Sie meinen also, dass das eine absichtliche Ablenkung war? Das glaube ich. Und während wir ihr gelauscht haben, gab Mr. Rose über das Sprachrohr Mr. Shurer den Befehl, den Stromschalter umzulegen. Wenn es nicht so geschehen wäre, hätte Mr. Rose nicht genug Zeit gehabt, um den Kran zu benutzen. Mhm. Sobald der Strom des Krans angeschaltet war, wurde die Statue aus dem Ballsaal und über die Reling gehievt. Kaum war Rose fertig, informierte er Mr. Shrubber über das Sprachrohr, damit dieser den Stromschalter wieder auf ausstellen konnte. Natürlich waren nicht nur diese drei daran beteiligt. Sämtliche Mitglieder der Mannschaft haben mitgeholfen, um diesen unglaublichen Raub durchzuziehen. Irgendwas ist merkwürdig. Moment. Ich zieh da mal was. So. Muss ich das nochmal neu anmachen. Dein 3DS-Capture-Ding hat sich nämlich wieder... Okay. Jetzt ist es wieder da. Okay. Wenn es uns nicht während eines Rätsels... Ja. Ist es hier auch noch? Gut. Ja, ist es. Okay. Gut, alles klar. Ja. Also sind sie alle schuldig, der ganze Haufen. Das war ein imposantes Beispiel für gelungenes Teamwork. Das gestehe ich Ihnen gerne zu. Ja, das erst durch die vielen Sprachrohre möglich wurde, die durch das gesamte Schiff verlaufen. So konnten sie alle Nachrichten miteinander austauschen. Die Abdeckung der Sprachrohre zwischen dem Maschinenraum und Brücke lässt man meist offen, damit man fortlaufend kommunizieren kann. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass diese Mannschaft schon sehr lange gemeinsam unterwegs ist. Diese Männer kennen einander in- und auswendig. Nun, das dürfte dann auch erklären, warum mein Profiling keine verwertbaren Ergebnisse brachte. Es konnte ja niemand ahnen, dass die gesamte Mannschaft an der Sache beteiligt war. Ich wünschte nur, sie hätten solch großartiges Teamwork nicht für derart finstere Zwecke eingesetzt. Was für eine Verschwendung! Das alleine ist schon ein Verbrechen. Nun, jedenfalls sollten wir schon sehr bald an der Anlegestelle ankommen. Ich funke schon mal das Yard an, damit man uns ein Begrüßungskomitee schickt. Oh. Sequenz. Jetzt bin ich gespannt. Es ist alles vorbei. Fall gelöst. Der Captain wollte die Statue stehlen und die ganze Crew hat mitgemacht. Aber das ging am Ende schief. Sie ist unter dem Schiff. Jungs, holt sie raus. Und das Motiv? Normalerweise ist das Motiv immer irgendwie so, dass man denen dann doch trotzdem noch helfen will. Ja, es muss ja auch einen guten Grund haben. Was für ein gieriger, unnützer Klabauter. Und sowas will sich Seemann schimpfen. Warte mal. Siehst du das hier bei Captain Stower? Ah! Der hat da Augen! Der hat da Augen! Warum hat der da Augen? Warum hat der da Augen? Das sieht so komisch aus! Weil an sich, ich dachte, diese Dinger, diese. Das sind seine Augen, die geschlossen sind. Das sieht man. Nicht so klein. Tatsächlich? Ja. Hä? Das sieht noch seltsam aus, hätten die nicht die Augen zulassen können einfach. Ja, also wären das einfach so schwarze Striche, wäre das völlig in Ordnung, aber... Ja, aber so sieht das so komisch aus. Sind das lange Wimpern oder was sind das? Sind das Scheibenwische? Ich hab keine Ahnung, ich hab immer gedacht, er hat so geguckt. Ja, sind das nicht Scheiben? Das
Sind das etwa Schreibtische? Jetzt fällt es auch allen anderen. Ja. Alter. Ja, das wäre mir nie aufgefallen, hätten wir jetzt so keinen Emulator und ein riesengroßes Bild. Also so fällt es doch gar nicht auf. Ja. Ach Gott. Wir? Ich? Oh. Der Typ stellt sich dumm oder ist der dumm? Weiß ich nicht. Da wäre ich nicht so streng. Ich glaube, die Liebe des Kapitäns zum Meer hat ihn zu dieser Tat getrieben. Ich lasse das trotzdem so laufen. Ja, erstmal. Liebe? Ja. Liebe? Mr. Stowers an Bord dieses brandneuen Schiffs, weil er als Kapitän angestellt wurde. Ich guck mal, ob ich irgendwelche Sachen, Einstellungen verändern kann, damit es besser läuft, aber... Okay. Kira, ja, er ist jetzt noch gruseliger. Ja. Aber früher gehörte ihm selbst der berühmteste Luxusliner weit und breit, die SS Midas Touch, nicht wahr? Midas Touch? Hm. You got a Midas Touch, but he touched it too much. Hey, Gold Member. Ist ein Lied aus Austin Powers in Goldständer. Ich mag das. Aber es ist tatsächlich wohl besser geworden. Mhm. Also ich glaube, das hat die Grafikkarte auf Dauer überlastet. Ah, okay. Und deswegen habe ich jetzt zumindest die Grafikeinstellung ein bisschen runtergeschraubt. Mhm. Fällt nicht auf. Wissen Sie? Ist immer noch besser als auf, also besser aufgelöst als auf dem 3DS. Leider machte ihr Unternehmen in der Wirtschaftskrise schwere Zeiten durch und sie mussten ihr Schiff verkaufen und die ganze Crew entlassen. Ja. Sie haben ihre besten Jahre in dieses Schiff gesteckt und nun wollen sie es zurück, oder? Und guck mal, wie er jetzt aussieht. Ja, jetzt die Augen so zu. Das ist... Das geht überhaupt nicht, das ist creepy. Bitte nur Striche, bitte ja, Striche. Ja, das stimmt. Sie haben wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Das gebe ich zu. Unglaublich. Ich traf meine verstorbene Frau auf diesem Schiff. Es bedeutet mir alles. In ihm steckt mein Herzblut. Oh, die Stimme kenne ich. Oh. Oh. Verstehe ich, wenn... Diese Mannschaft aus ihren Komplizen war auch mit an Bord des alten Schiffs, richtig? Stimmt, wenn ein bestimmtes Gebäude geschlossen werden würde, würde ich auch traurig sein. Ja, und ich wusste, wenn ich etwas so Schreckliches tue, bin ich ihrer nicht würdig. Doch ich musste sie unbedingt zurückhaben. Um jeden Preis. Stower, Sie wissen aber, dass ich die Midas Touch gekauft habe. Über einen meiner Makler. Was? Wirklich? Sie gehört Ihnen, Mr. Onassis? In der Tat. Weil es dazu beiträgt. Ja. Mr. Onassis. Das ist nicht... Nee. Aber wieso denn das? Ich dachte, Sie hätten kein Interesse an älteren Schiffen. Nein, rostige alte Kähne bringen kein Geld. Aber die Midas Touch ist etwas anderes. Sie ist eine Klasse für sich. Wenn man den ultimativen Luxus will, gibt es kein besseres Schiff. Und außerdem auf alten Schiffen lernt man segeln. Ich habe mich entschieden, jetzt zwei Kreuzfahrtlinien zu betreiben. Eine bezahlbare und eine Stowerlinie. Ja, noch ready. Ja, die sind für dich. Ich weiß nicht. Ich... Die waren schneller alle, als ich gucken konnte. Und dann habe ich irgendwann reingeguckt und dann waren die leer. Ich glaube, ich esse meinen gleich auf. Oh! Ja. Ist schon okay. So. Hm, tote Familie. Normalerweise hat man diese Motivation bei Ubisoft nur. Welches Spiel könnte gemeint sein? Hm. Oder welcher Spieler? Also, Beyond the Souls ist... Ist das Ubisoft? Mhm.
Ja. Also Beyond Two Souls ist Quantic Dream Sony Zeug. Okay. Hm. Ja, da hast du ja auch Motivation. Am Ende von mir. Ich glaube, bei The Crew ging es um einen getöteten Bruder. Mhm. Bei. Ich weiß gar nicht, wie war denn das bei Watch Dogs? Mhm. Oder gab es auch tote Familie bei den Assassin's Creed Spielen? Das weiß ich nicht. Professor Layton. Hm? Professor Layton. Tote Familie? Mhm. Verlorene Zukunft. Ja. Ja, ja. Und im Grunde, aber im ersten Teil gibt es ja auch tote Familie. Das Vermächtnis von diesem... Ja. Reynolds. Ja. Im zweiten Teil gibt es im Grunde das zwischen wie der Typ mit A. Andrew. Anthony. Entschuldigung, meine ich ja. Anthony und Katjas Oma. Ja. Und die ist ja dann auch tot. Sophie. Sophia. Mhm, genau. Und im vierten Teil, was haben wir da Schönes? Fun Fact, ich habe früher, wollte ich meinen, wo ich das Spiel gespielt habe, war ich total verknallt in das Spiel und in Anthony. Und wollte... Nicht, dass der runterfällt. Nein. Und wollte eine Kinder damals, wenn es ein Junge wird, Tony... Mhm. So, Anthony und Mädchen Sophia. Mhm. Wegen dem Spiel. Und warte mal, im vierten Teil war jetzt nichts, aber im fünften Teil war ja Randall angeblich tot. Mhm. Ja, ja. Aber im sechsten Spiel? Nee, das war eher so ein Familiendrama. Ja. Okay, in Assassin's Creed 2 und sonstigen Teilen die komplette Familie von Ezio, Auditore. Ach ja, das waren noch die besten AC-Spiele. Eventuell, keine Ahnung. Nein, die besten AC-Spiele sind Animal Crossing New Leaf und Ace Combat X oder so. Weil, ist ja AC. Hm. Wirklich? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der immer so, wirklich? Wirklich? Wie seid ihr? Okay, das ist ein Insider. Nein, das lassen wir jetzt mal. Sobald sie ihren kleinen Fehltritt wieder gut gemacht haben, will ich sie zum Kapitän der Midas Touch machen. Sie wird natürlich voll überholt. Von allen anderen Schiffen. Was sagen Sie dazu? Die wird voll überholt, ey. Ja. Meinen Sie das ernst? Oh. Ja, niemand sonst weiß so gut wie Sie, wie man mit ihr umgeht. Es gibt nichts, was ich lieber täte. Oh. Tja, Kapitän Stower, das ist ja alles allglatt gelaufen, was? Dank Ihnen, Miss Layton. Ihr Geschäftsplan für die Midas Touch war wirklich sehr beeindruckend. Kat, du Füchsin. Hast du das alles in die Wege geleitet? Hm? Das war das, was ich noch zu erledigen hatte. Du hast das Rätsel gelöst und gleichzeitig alles in Ordnung gebracht. Aha. Ach ja, so mache ich das eben. Ich bin halt die Beste. Die Beste! Die goldene Göttin wurde aus dem Flussbett geholt. Sie ist mit Schlamm verschmiert, aber unversehrt. Und nun kann ihre strahlende Schönheit wieder von allen bewundert werden. Und ich habe immerhin noch einen Beatschein. Ja, ich will wissen, was hat es mit dem Beatschein dann so auf sich? So, was überspeichere ich denn jetzt? Ich nehme das File. Die Datei. Stimmt, die andere heißt jetzt... Die anderen heißen bei dir jetzt Alice. Mhm. Ja, weil Wunderland. Ja. Oh. Alles nur Schein. Oh ja, der Alles nur Schein. Mhm. Ja, Modekatalog. Yay. Schiebung. Im Büro ist ein neuer Fall verfügbar. Och, guck die dir mal an. Die ist niedlich. Ja. Wer könnte das sein? Weiß ich nicht.
Mit wem könnte die zu tun haben? Weiß ich nicht, die sieht aus wie eine Sekretärin. Also so, oder so, also so vom Vibe. Hallo! 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 Okay. Hitler!